Wir schaffen das! Oh nein, der Turm! Er kommt! Blöde Störche! Ihr seid zu schnell für mich! Los, fangt uns doch, Zauberer! Hey, entspann dich! Unser Bösewicht kann nicht mehr! Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon, das war eine sehr lange Reise heute. Bitte, Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Gebt acht, Zauberer! Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Ja. Amicia! Seht euch das an. Eine Burg. Da will ich hin. Ja! Also gut. Dann mal schnell. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Tut dir nur gut. Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Los, jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Wir brauchen ein gutes Versteck. Gut, behalten wir ihn im Auge. Ja, wenn er kommt, fliehen wir. 7, 8, 9, 10. Ich komme. Er kommt, er kommt. Ich rieche Angst. Ich, Lukas, der Heimtückische, schwöre, dass ich aus euren Zähnen Eintopf mache. Wie köstlich! Das ist eklig. Seid ihr da? Wo könntet ihr sein? Nicht schlecht. Tja, ich gehe mal weiter lernen. Lukas? Naja, wenn man Alchemist werden will. Aber du bist ein Alchemist. Ich bin der Lehrling eurer Mutter. Von mir aus, dann geh lernen. Wir bleiben noch ein bisschen. Gut, bis dann. Komm, sehen wir uns die ganze Burg an. Zu Befehl, guter König.
Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Ich auch. Ohne ihn gäbe es uns jetzt nicht mehr. Darf ich da hochklettern? Klar. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ja, klar. Ja. König Hugo patrouilliert über seinen großen Wall. Was siehst du von da oben? Mein Reich. Ist es wohlhabend? Das war's, aber dann kam Lukas. Oh ja, der berüchtigte Zauberer. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. So schön. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Wir retten euer Land, mein König. Versenkt! Ja, mach weiter. Das sind noch mehr Schiffe. Wir werden hier keine böse Magie dulden. Nur gute Magie. Ja, das gefällt dem König. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie. Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus Derun. Hallo. Oh, hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Ja, aber wer bist du? Tono, ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Tono? Klar kann ich das. Toll, ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Wow, du schießt ja gut. Gut gemacht. Wir lassen sie nicht vorbei. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind zu stark für sie. Soldat Tono, feuer weiter die Kanone ab. Ja, wir treten ihnen in den Arsch. In den bösen Arsch. Hey, ganz ruhig. Ihr beginnt wie kleine Teufelchen zu sprechen. Wir sind im Krieg. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tona. Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tono. Er war sehr nett. Kommt, mein König. Der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tono war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das könnte aber lang dauern. Dieses Mal nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Angriff!
Tor's zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Ah, sie ist verschlossen. Die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia. Hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke. Das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst du das? Das riecht wie ein Feuer. Ja. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe! Ich schneide euch in Stücke! Lauf! Kommt zurück! Wir müssen raus! Die Tür! Er verfolgt uns noch! Wir müssen einen Ausgang finden! Hier lang! Da passt er nicht durch! Schnell! Überlass halt ihn mir! Ich flehe euch an! Was? Nein! Bewegt euch! Schuss! Sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie. Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Sauerei. Jetzt und drüber. Los. Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm. Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße, nein. Amicia, das ist gut gesehen. Oh, sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn. Hier verstecken wir uns. Die finden uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, heul hier nicht rum. Vorsicht. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal! Ich... Er geht nicht weg. Was soll's? Ich mach schon. Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her, das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ich wollte doch nur arbeiten. Ganz ruhig. Ich muss hier schleunigst weg. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg! Schnell jetzt! Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden!
verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen sie einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du solltest doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber, sofort! Ich prügle die Scheiße aus dir raus. Oh nein, hier lebt er noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Los, hoch da. Ich versuch's. Versuchen wir's mal hier. Immerhin haben sie die hier nicht beschädigt. Warte. Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Nichts zu sehen. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Das größte Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal. Wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel.
Amicia? Tu mir nicht weh. Wo sind wir? Nein! Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte! Warte auf mich! Bist du ganz allein hier? Wo ist Amicia? Ich muss zu Amicia und Mama. Vielleicht weiß er, wo sie sind. Ja, vielleicht hier entlang. Hier. Amicia? Mama? Lukas? Wo seid ihr? Mir geht's schlecht. Weg. Es ist das Wasser. Du hast mich gerettet. Dankeschön. Ich komme wieder, ja? Mit einem Freund. Sieh an, wer wach ist. Gut geschlafen? Ich hab was geträumt. Wo sind wir? War es wieder dein Traum von der Insel? Ja, ich war krank. Und dann hat mich der große Vogel wieder gerettet.
Aber was ist passiert, Amicia? Auf dem Hof? Wir haben am Fluss gespielt, weißt du noch? Du wurdest plötzlich sehr müde, deswegen habe ich dich getragen und du bist eingeschlafen. Du hast wahrscheinlich zu wenig Salz im Blut. Aber Amicia... Es war eine lange Reise, Hugo. Wir sind alle erschöpft. Aber die rote Stadt ist nah. Dort lassen wir nach dir sehen. Wir treffen einen bedeutenden Alchemisten, ein Mitglied des Ordens. Sie kennen die Makula sehr gut, sie erforschen sie seit Jahrhunderten. Und trotzdem haben sie uns in Guyenne nicht geholfen. Wir mussten fliehen. Sie wussten nicht, dass uns die Inquisition verfolgen würde. Nun werden sie uns willkommen heißen. Hoffen wir, dass sich unser Besuch dort lohnt. Das wird er. Die Makula ist nicht nur in Hugos Blut. Sie betrifft uns alle. Und sie kann alles verändern. Wer ist das? Ich weiß nicht. Seid vorsichtig. Mal sehen. Hallo! Guten Tag. Ist alles in Ordnung? Wir suchen ein Mädchen und einen Jungen. Was haben sie getan? Sie betraten unerlaubt ein Familiengrundstück. Nach einem Streit wurden Männer getötet. Der Junge hat wohl alles gesehen. Oh, das ist furchtbar. Ich hoffe, ihr findet die Missetäter. Das hoffe ich auch. Es waren meine Neffen. Mutter, wir müssen sofort weg. Ja. Verzeihung, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Hallo. Wir brauchen nicht lang. Der Junge, Sie sind es! Komm her! Oh, nein, warte! Amicia! Du, halt den Karren auf! Lass sie mich denn wischen! Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Zeig dich! Meine Schleuder ist noch im Wagen. Weiter. Bleib unten. Sehen Sie sie? Nein, sie war genau hier. Sie muss noch hier sein. Augen offen halten. Lasst uns auch die Felder durchsuchen. Ja, geht nur. Vorsicht, sie ist gerissen. Sie könnte jeden Moment auftauchen. Wir haben Gesellschaft. Der Wagen. Sie brauchen dich. Hugo braucht dich. Gut, sie sind wohl bergab gegangen. Sei schnell und unauffällig. Vorsicht, du schaffst das. Sie haben Matthias und Remy restlos verschlungen. Wie töten wir diese Monster? Hacken wir ihnen die Köpfe ab. Zur Not rufen wir einen Priester. Nicht aufgeben. Ohne dich sind sie tot. Die waren das. Ich finde euch! Thank you.
Er atmet noch. Es ist der Schock. Es ist vorbei. Alles gut. Es ist alles gut. Wir haben es wirklich geschafft. Ob die Leute hier nett sind? Hier greift uns sicher keiner an, Hugo. Diese Stadt wird von dem Grafen der Provence beschützt. Er ist ein mächtiger Seigneur. Ich muss sagen, das ist wunderschön. Seid ihr sicher, dass der Alchemist uns erwartet? Nun ja, Magister Baudin sagte mir, er würde uns ein Haus bereitstellen. Ein ganzes Haus? Ja. Der Orden ist schon sehr alt. Sie besitzen Häuser und vieles, vieles mehr. Sie bauten das Labor deiner Mutter und sogar das Château d'Ambrage. Ja, toll, dass sie uns ein Haus geben. Sie machen es, weil du wichtig für sie bist. Würden uns Eure Majestät erlauben, Ihnen diese Stadt begleiten zu dürfen? Ich erlaube es. Ist das ein Jahrmarkt? Dreh ruhig eine Runde mit ihm. Danke. Das Haus liegt im oberen Stadtteil. Die Wetterfahne trägt einen Phönix. Verstehe. Und bitte, sei vorsichtig. Gefällt dir hier etwas? Mir gefällt hier alles. Komm, es gibt sicher noch viel mehr zu sehen. Was machen wir zuerst? Naja, was willst du denn sehen? Alles. Dann los. Ziegenmilch. Frisch gemolkene Ziegenmilch. Die Weine und Liköre werden alle aus heimischen Bergpflanzen hergestellt. Hallo, Schweinchen. Gebratenes Fleisch. Kommt und probiert. Zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arl wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ganz schön viel Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich.
Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah, ja, stimmt. Sieh nur, da oben, das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wär's mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Dein Haar ist hübsch so. Danke vielmals, mein Herr. Komm schon, ja, den Park. Los! Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Wunderschöne Feinste Kleidung. So viel ist sicher. Habt ihr Interesse? Nicht nur an einem. Dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann. Das war er. Danke. Feinster Zisterzienser Wein! Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Dein Herbarium gut. Nur Blumen. Hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Frisch aus Korsika. Heute Morgen gefangen. Auf vier Kisten gibt es eine fünfte gratis dazu. Kommt! Spielt kostenlos! Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel! Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Also gut, wie geht das Spiel? Ihr habt vier Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Los! Haha! Ja! Du bist toll! Das war knapp! Nicht aufgeben! Gut getroffen! Natürlich! Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser! Und das ganz ohne Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Lauten nur die Besten. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Reisesalz aus Egmont. Findet der Viehmarkt doch statt? Wir sollten bereits dort sein. Ich habe gehört, einige Tiere dort seien krank. Oh, dann warten wir lieber.
gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh, wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Hm, ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja, ich mag es hier. Wir sehen uns auf meiner Wache, ja? Sicher, du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß, so ist es nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Oh, da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trag dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Ja! Klasse! Sehen wir uns das Haus an. Oh, schon? Ja, Mutter wartet sicher schon auf uns. Ich würde gerne noch bleiben. Wir kommen wieder. Die Leute hier. Sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja, ich will endlich das Haus sehen. Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich. Der Tag war ganz schön lang. Zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Stimmt. Wir müssen unbedingt zusammen hin. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Sehen wir uns drinnen um. Das ist unsere Tür. Oh, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an. Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen.
Ich versuch's, aber ich... Ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich werde euch wieder töten. Ich werde euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Alles nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott, behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung. Wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Gut, immerhin etwas. Ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Verzeihung, Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich. Hört zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Arena-Viertel. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Ja, deshalb lasse ich die Kinder lieber im Haus. Ein Armenviertel. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich. Ja, gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum.
Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt. Entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Komm schon. Ist das? Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Unfassbar, dass man sie hier verrotten lässt. Diese Menschen wirken arm. Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Hier, noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben, eine Öffnung. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grab. Ja, verzieh dich nur. Was war das gerade? Irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Ich hab nichts gehört. Ein Arzt? Nein, dieser Vaudin weiß, wie man sich versteckt. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Vaudin? Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Sie sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Archivisten. Irgendwer findet ihn schon. Ich hab was gehört. Rädern, aber es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert.
Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Er ist voller Leichen. Sieh nicht hin. Los, schieb. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyen geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Gehen wir schnell. Schon so viele Tote, als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Naja, gehen wir weiter, hier entlang. Bitte, nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Schau mal, da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Sehen die Vorräte aus, ihnen alles mit, was ihr finden könnt. Abtrünnige Soldaten. Hört sich nicht gut an. Hey, Jane! Bogenschütze, da oben. Reiß dich zusammen. Zeitverschwendung. Du hast eine Leiche abgeknallt, du Idiot! Von wegen! Die hat sich noch bewegt, als ich geschossen habe. Genug herumgespielt. Augen offen halten. Sonst darfst du Arno erklären, warum wir mit leeren Händen dastehen. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Ich habe schon Halluzinationen. Sie haben Wodor noch nicht gefunden. Er ist schlauer als sie. Er ist allein. Irgendwann finden sie ihn. Und dann ist Hugo verloren. Du hast recht. Soldaten des Grafen kommen wir noch an. Aber das? Nein. Gegen eine Pest sind wir machtlos. Ich habe mit mehr Soldaten gerechnet. Wo sind die? Krank?
Oder planen die was? Wir haben es fast geschafft. Gehört. Nichts. Ja, geschafft. Stimmt. Aber ich habe genug von den Dieben, Mördern, Söldnern, dem ganzen Pack, das uns ständig in die Quere kommt. Das Chaos beherrscht unser Leben und sie gehören dazu. Aber du kommst immer besser mit ihnen zurecht. Hast du ziemlich unauffällig gelöst. Tja, lieber leben lassen und selbst nicht sterben. Oh, riechst du das? Leichen. Was ist das hier? Ein Krankenhaus? Ich glaube, sie haben hier gewohnt. Natürlich sind alle erkrankt. Daran gewöhne ich mich nie. Musst du auch nicht. Jemand. Madame. Oh. Alice. Du bist es. Ich bin nicht Alice. Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Das werde ich. Ruhe nun. Gemacht. Überhaupt nicht gut. Komm. Können wir es aufhalten? Du meinst den Biss? Ja, aber wenn wir Hugo heilen. Die Frage ist, wird das die Ratten aufhalten? Das weiß ich noch nicht. Wir haben noch keine gesehen. Wenn sie hier sind? Sie verstecken sich vor der Sonne und warten. Bitte sag mir, dass es hier ist. Oh Gott! Eine ganze Stadt! Das Symbol! Er ist im Turm! Er muss dort sein! Ach ja! Lukas, es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Es ist der Orden. Ein hochrangiger Magister würde wohl im hohen Turm leben, oder? Gehen wir einfach hin. Und du bist ganz sicher? Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig.
Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Sieh nur, sie klettern! Was? Wie? Das ist übel. Wir müssen zum Turm, Vaudor zu Hugo bringen und hier verschwinden. Meine Sachen, ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Hochklettern, aber ich brauche freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Drecksviecher! Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. In den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Lukas, wenn die Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Weiter nach oben. Das Feuer hält. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Das Feuerbecken da oben. Ja. Das geht bestimmt. Sollte funktionieren. Es werde Licht. Ja, sehr gut. Gehen wir, schnell. Kurz durchatmen. Dann atme schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir haben.
wirklich? Ein Balken? Es geht nur so. Gut, ganz ruhig. Na dann? Nichts überstürzen. Ah! Lukas! Ich wusste es. Geht es dir gut? Nein, ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell! Ja, das musste natürlich mir passieren. Ich brauche Hilfe. Sie sind hinter mir her. Bleib ruhig. Noch ist alles gut. Ja, so. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Ich brauche hier Licht. Kommt sofort. Erledigt. Danke. Ich versuche, dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Das war schrecklich. Danke. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Gehen wir weiter. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Ob wir in der Nähe des Turms rauskommen? Ich kann es kaum erwarten, Magister Baudins Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Keine Ratten? Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Hier liegen schon genug Knochen rum. Lass uns abhauen. Dieser Geruch. Den kenne ich. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Sieht verschlossen aus. Sehen wir uns weiter um. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ich brauche dich hier. Klar. Oh, wow. Oh nein. Hörst du was? Oh nein, bitte nicht. Gut. Wie viele das sind. Wir stecken fest, Lukas. Nein, nein. Da, die Plattform. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen. Danke, Lukas. Gut, aber das wird nicht genügen. Das werden sie mögen. Ekelhaft.
sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Alles klar. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Das ist Schwefel, oder? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Da oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist ein Aufzug. Natürlich. Geht's dir gut? Er bleibt nicht... Ja, selten so einen Spaß gehabt. Wir müssen hochklettern und die Truhe erreichen. Du musst dich darum kümmern, Lukas. Natürlich. Zeit. Auf dein Zeichen! Lass es bleiben. Klar doch. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Vaudor finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Gut. Und? Was gefunden? Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Gut, wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Hochreaktiv, misch sie. Ignifer, einfach großartig. Ein Lebensretter.
fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Wow! Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Da sind unsere Kurbeln. Oben, unter dem Gewölbe. Ja, versuchen wir es. Sie hatten hier noch andere Tiere. Was soll's? Bringen wir Licht ins Dunkel. Oh, da sind immer noch Ratten. Dieser Tontopf. Er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Großartig. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Klar, bewegen wir dieses Monster. Das Ding ist zu schwer. Dafür gibt es auf der anderen Seite eine Kurbel. Man braucht zwei Leute. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Auf zur Kurbel. Bringen wir den Aufzug endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Ich warte auf dein Zeichen. Wahrscheinlich Wein für die Zuschauer in der Arena. Manches ändert sich nie. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Vaudan. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Nicht zu fassen! Gott sei Dank! Endlich! Auf dein Signal!
Los! Hast du das gehört? Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Stabil. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja, aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen, ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudan. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Bitte sag mir, dass wir näher dran sind. Ja, der Turm! Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir.